Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Heute zeige ich nochmal ein Rakelvideo, welches eine Rost- und Patina-Optik haben wird. Und im Gegensatz zu dem Video von der letzten Woche starte ich meine Hintergrundbemalung in Brauntönen. Und zwar habe ich mir eine Mischung ausgesucht aus dem gebrannten Umbra und Bronze. Das heißt, ich habe von Anfang an einen leichten metallischen Unterton auf meinem Hintergrund und ich flechte schon mal ein paar Farbflecken in Türkisgrün hinein. Als erste Farbschicht wähle ich das Grünblau. Das ist also ein dunklerer Blauton, der einen grünen Unterton hat, und trage den im Gegensatz zu meinen sonstigen Rakelvideos auch relativ dünn auf meiner Glättekelle auf, damit noch möglichst viel von dem bronze- und umbrafarbenen Untergrund nachher zu sehen sein wird. Denn ich verfolge ein Ziel und das Ziel ist es, eine Leinwand zu erstellen oder ein Bild zu kreieren, was nachher eine Rost- und Patina-Optik ausstrahlt. Mit der Kante meines Werkzeugs ritze ich kleine Macken in die noch nasse Farbschicht. Mit dem Föhnen der ersten Farbschicht sorge ich dafür, dass die kleinen Rillen, die ich gerade hineingekratzt habe, erhalten bleiben und dass sich die nächste Farbschicht nicht sofort mit dem Grün-Blau vermischt. Das Türkisgrün habe ich ja schon stellenweise auf die Hintergrundbemalung der Leinwand gebracht und jetzt ist es eben wichtig, es auch als Farbschicht aufzutragen. Und hier sieht man einen ganz wunderbaren Kontrast, denn das Türkisgrün ist eine sehr kalte Farbe und bisher habe ich recht warme Farben auf meiner Leinwand aufgetragen. Auch in dieser Farbschicht produziere ich mit meinem Rakelwerkzeug, dass ich auf die Kante stelle, ein paar Rillen, Riefen und Kratzer, damit die Leinwand hinterher wirklich so aussieht, als könnte sie schon ein paar Geschichten erzählen. Immer dann, wenn ich eine helle Farbe brauche, die einen warmen Unterton hat, greife ich zu dem Titanbuff Hell, denn weiß wäre an dieser Stelle viel zu kalt und der Kontrast viel zu hart. Und so kombiniere ich sozusagen einen warmen Ton aus der Hintergrundfarbe mit einem warmen Ton, den ich jetzt auftrage. Diese dritte Farbschicht trage ich auch sehr akzentuiert auf und schaue mir die Stellen an, bevor ich also mein Werkzeug aufsetze und wieder ein Stück Farbe auf die Leinwand bringe. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsfarben zum Einsatz. Das ist das Türkisblau. Auch das Türkisblau wird relativ dünn auf das Rakelwerkzeug aufgetragen, aber nimmt schon eine recht große Fläche auf der Leinwand ein. Was du jetzt auf jeden Fall gut sehen kannst, ist, dass die Farbe an den Rillen, Riefen, Vertiefungen einfach jetzt ein bisschen hängen bleibt und diese Kratzer und Macken jetzt wirklich gut zum Vorschein kommen. Also das macht das Bild auch hinterher sehr lebendig. Und das wollten wir ja auch, dass das Bild in jedem Fall eine Geschichte erzählen kann. Nach den ganzen aufgetragenen Farbschichten in diversen Blautönen ist es jetzt auf jeden Fall an der Zeit, wieder etwas Rost in den Vordergrund zu stellen. Und das mache ich mit dem gebrannten Sienna. Das ist ein wunderbarer, warmer, roter Braunton,
der hervorragend mit den Blautönen, die bereits aufgetragen sind, harmoniert. Und zunächst bin ich ganz vorsichtig mit dem Farbauftrag und werde dann bei der zweiten Rakelreihe etwas mutiger und trage dort auf jeden Fall etwas mehr von dieser ganz wunderbaren Farbe auf. Momentan befindet sich ganz viel Farbe unter meinem Rakelwerkzeug. Ich hatte mir das angesehen und dann überlegt, dass ich jetzt nochmal zum Titanbuff hell greife und das einfach so auf das Rakelwerkzeug gebe und mit meinem Tortenmesser die Farbe verstreiche. Und deshalb kommt dieser leichte Marmorierungseffekt dort zustande. Und genau das ist es, was es jetzt auf diesem Bild ausmacht. Die Farben vermischen sich so einfach und so elegant und passen so wunderbar zusammen, dass es jetzt aussieht, als müsste es so sein. Also wir erzeugen mit diesem Farbauftrag jetzt eine Art Grünspan auf Kupfer, also diesen Patina-Effekt, ohne dass ich eine solche Farbe auftrage. Und das ist ganz wichtig und ganz besonders spannend. Das sind einfach Experimente, die man dann machen kann und auch mal machen muss. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber ich finde, dass genau diese Herangehensweise bei diesem Bild dazu führt, dass es so lebendig wirkt und wirklich eine abstrakte Form von Rost und Patina darstellt. Die zuletzt aufgetragene Farbe, das Perlgrün, unterstützt diesen Ansatz von Patina nochmal. Denn es ist eine transluzente Farbe, vermischt sich ähnlich gut wie das Titanbuff hell und gibt diesem Ganzen einen leichten metallisch-grünen Schimmer. Das wird gleich in der Kameraübersicht im Nassbild noch nicht so deutlich, aber hinterher, wenn ich die Details zeige auf dem trockenen Bild, dann kann man diesen grünlichen Schimmer ganz hervorragend wahrnehmen. Und je nachdem, wie man auf dieses Bild guckt, nimmt der Schimmer mal zu und auch mal ab. Also es kommt ganz auf den Blickwinkel an, den man auf dieses Bild hat. Bei diesem Schwenk über das Bild, das jetzt fertig ist, aber in Teilbereichen noch nass ist, kann man die verschiedenen Schichten sehen. Man kann sehen, wie die verschiedenen Kratzer sich auf die Oberfläche ausgewirkt haben, wie die Farben ineinander gemischt worden sind oder sich dadurch, dass sie geföhnt worden sind, voneinander unterscheiden. Man sieht diesen Patina-Effekt hervorgerufen durch das Titanbuff-Fell und das nicht gesäuberte Rakelwerkzeug. Und die obere Schicht mit dem Perlgrün hilft dann nochmal ein bisschen nach. Das sieht man gleich vor allen Dingen in der Kamerafahrt über das trockene Bild, wo sich dieser wunderbare Schimmer auf diesem Bild je nach Blickwinkel einstellt. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal,
darfst gerne konstruktive Kritik hinterlassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.